Hallöchen und herzlich willkommen zum 7. Türchen von unserem Trikotausch-Adventskalender. Wie ihr anhand meiner leeren Hände schon erkennen könnt, habe ich heute mal nichts, zumindest Materielles, mitgebracht, sondern möchte euch ein Trikot präsentieren, das bisher nicht den Weg in meine Sammlung gefunden hat. Die Rede ist vom aktuellen Auswärtstrikot von Philadelphia Union. Ein bisschen was Exotisches und exotisch ist auch der Look, denn der MLS-Club, wie alle anderen Vereine der Liga von Adidas ausgestattet, sitzt nicht nur auf zwei knallige Farben, ja, ein hellblau wird mit satten Gelb-Applikationen kombiniert, im Übrigen auch im Vereinswappen, das für dieses Trikot entsprechend eingefärbt wurde, sondern das, was vor allem hervorsticht, was ganz besonders exotisch ist, dass das Muster, dass das Design, das sich über die komplette Front sowie über die Schultern zieht, denn da hat Ausstatter Adidas viele große Blitze platziert und dieses Design habe ich wirklich bei keinem anderen Verein, bei keiner anderen Mannschaft bisher gesehen. In Kombination mit diesen zwei knalligen Farben ergibt das meiner Meinung nach ein komplett wildes, aber wirklich im positiven Sinne, Design. Und in der Summe ist das meiner Meinung nach auch definitiv eines der coolsten Trikots des Jahres, sowieso das coolste Trikot der MLS in diesem Jahr. Und der einzige Haken, wie so auch bei MLS-Trikots, ist, dass man sie oftmals eben nur direkt auch innerhalb der USA bekommt. Das heißt, entweder man müsste es aus dem MLS-Store importieren oder über irgendeinen kleineren Händler aus den USA. In Deutschland hat man ja, wenn überhaupt, nur ein unvollständiges Angebot. Und da fehlen dann in der Regel eben so eine speziellen Trikots wie das Auswärtstrikot. Und wenn man es dann eben doch importieren möchte aus den USA, hat man teilweise nicht nur Versandkosten, enorme Versandkosten, sondern teilweise auch noch zusätzliche Steuerkosten. Und dann landet man sehr schnell in einem dreistelligen Euro-Bereich. Und die Authentic-Version des Trikots kostet sowieso schon über 100 Euro. Und das ist auch genau der Grund, warum das Trikot bisher noch nicht in meiner Sammlung gelandet ist. Warten wir mal ab, was die Zukunft noch bringt. Morgen, die kurzfristige Zukunft, bringt euch auf jeden Fall erstmal Dominik. Bis dahin.